Massive Infrastrukturschäden. Die Flutkatastrophe zerstörte in Deutschland zahlreiche Bahnstrecken, Straßen, Brücken, Mobilfunkmasten, sowie vielerorts auch die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Die Kosten zum Wiederaufbau der zerstörten Verkehrswege belaufen sich Schätzungen des Bundesverkehrsministeriums zufolge auf etwa 2 Milliarden Euro. Diverse Bahnstrecken werden über Monate nicht benutzbar sein. Die gesamtwirtschaftlichen Schäden der Unwetterkatastrophe werden deutlich höher liegen, können aber noch nicht abschließend beziffert werden. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, rechnet nach einer vorläufigen Schätzung alleine für versichertes Eigentum mit einer Schadenssumme von 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro. Die Versicherungsschäden liegen damit bereits deutlich über denen des Hochwassers 2013, 2,34 Milliarden Euro, und auf einer Höhe mit der Flutkatastrophe 2002, 4,65 Milliarden Euro, Hilfe und Wiederaufbau. Tausende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten und technischem Hilfswerk, THW, sowie viele freiwillige Helferinnen und Helfer sind in den besonders betroffenen Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Nach den unmittelbaren Rettungsmaßnahmen stehen dort nun Aufräumarbeiten und Wiederaufbau im Vordergrund. Bund und Länder wollen Soforthilfen in Höhe von jeweils 200 Millionen Euro für die Überbrückung von akuten Notlagen der betroffenen Menschen, Betriebe und Unternehmen, die Beseitigung von Schäden und die Wiederaufbauhilfe bereitstellen. Zudem soll es ZB in NRW Steuererleichterungen und günstige Darlehen für Hochwasserbetroffene geben. Diskussion um Warnsystem. Der Deutsche Wetterdienst, DWD, hatte den massiven Starkregen in seinen Modellen bereits Tage zuvor vorausgesagt und vor Hochwasser gewarnt. In den Tagen nach der Katastrophe wurde Kritik laut, die Bevölkerung der betroffenen Regionen sei durch die Behörden und Medien nicht rechtzeitig und ausreichend über die drohende Gefahr informiert worden. Die Bundes- sowie die jeweiligen Landesregierungen wiesen diese Kritik zunächst zurück. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, betonte, dass das Warnsystem des Bundes funktioniert habe. Dieses beruht derzeit vor allem auf Warnungen per App, ZB-NINA, Kartwarn und über Medien.